Moin Moin, Servus und Hallo, ist wieder euer Flo und mal wieder nicht aus dem Wald, sondern von mir zu Hause. Und ich wollte euch heute meine Winterausrüstung vorstellen, beziehungsweise was habe ich jetzt zusätzlich auch noch im Winter mit dabei. Und wir sagen, fangen wir gleich mal an. So ganz standardmäßig habe ich meine normalen Schuhe dabei, die ich im Sommer und im Frühling und eigentlich immer das ganze Jahr über trage. Nur dazu habe ich halt dann noch dickere Socken an, wie ihr auch vielleicht hier sehen könnt. Und auch ganz normal meinen normalen Rucksack, den habe ich jetzt keinen größeren genommen. In dem passen eh bis zu 50 Liter. Von daher ist der ausreichend für alle Jahreszeiten. Ja, und dann habe ich da meinen Corinthia Defense 4. Also der ist hier. Falls du das erkennst, hänge ich ganz, sobald ich immer daheim bin von meinen Touren, hänge ich den immer in meinen Kleiderschrank. Weil ihr wisst ja, wenn der Schlafsack zu lange im Kompressionssack ist, dass da die Füllung, das ist glaube ich eine Daunenfüllung, nicht mehr so gut ist und sich auch nicht mehr aufbauscht, beziehungsweise der Schlafsack damit auf Dauer Wärmeverlust hat und dadurch auch nicht mehr so gut wärmt, wenn er draußen ist. Deswegen merken, immer schön im Kleiderschrank hängen, sobald man daheim ist. Dann des Weiteren habe ich im Winter, je nach Temperatur, so einen Fließschlafsack dabei. Kann ich euch mal zeigen, der ist ganz normal in schwarz. Ist wie eine Fließdecke, nur mit Reißverschluss, könnte man auch selber machen, wenn man will. Ich habe mir den jetzt geholt. Der kostet auch nicht viel, den hatte ich die letzten Jahre auch schon dabei. Das hat nämlich gekostet 15 Euro und das macht einen super Temperaturunterschied aus. Es ist halt nicht platzsparend, das ist halt das Problem, weil da gibt es ja auch noch die Mumi-Liners, die ganz kleinen Schlafsäcke, wo ich glaube ich sogar mal einen verlost hatte. Und die bringen auch Temperaturunterschiede, kosten halt einen Haufen Geld. Und wenn du jetzt nur so den billigsten von denen nimmst oder einen der billigsten, das sind dann vom Packmaß so, das ist wie eine Zigarettenschachtel ungefähr. Aber die Safety kosten einen Haufen Geld und der hat nur 4 Grad Plus gebracht. Und ich denke mal, dass der mehr Plusgrade bringt im Schlafsack, wenn es wirklich kalt sein sollte. Dann habe ich immer noch nur meine billige Isomatte. Das ist so eine Schaumstoff-Isomatte. Da werde ich aber vielleicht jetzt mit dem Weihnachtsgeld oder mit Weihnachten oder einer von euch ist so nett, aufrüsten. Und werde mir dann halt eine dickere Luftmatratze holen. Habe ich schon lange im Sinn, aber die sind so schweineteuer. Ja, aber die tut's auch. Und als Unterlage dafür habe ich dann im Winter, wenn es wirklich kalt werden sollte, auch so ein Schaumstoff-Wärmereflektormatte. Das sieht aus wie bei euch, wenn ihr es ins Auto tut, dass das ja nicht beschlägt oder eingefriert. Genau, die kann man einfach so drunter legen. Das ist eine doppelte Variante. Die ist quasi 1 Meter breit und 2 Meter lang. Ja. Dann für den großen Sachen habe ich hier ganz normal meinen Tarp dabei. Das ist halt jetzt von Didi Hammocks. Hat er, wie auch damals von Backpack Survival noch kennt, auch eine Plane dabei und in der Plane draußen gezeltet. Naja, aber das erfüllt auch einen Zweck. Ist super. Ich habe jetzt nicht extra einen Biwaksack oder sowas dabei, weil irgendwie brauche ich den nicht. Habe ich da hatte mal einen billigen geholt gehabt mit dem Marco zusammen damals, jeder einen. Weil wir da noch nicht ganz so erfahren waren. Das hat sich eher angefühlt wie eine Mülltüte. Und man hat nur drin geschwitzt. Die Feuchtigkeit ging nicht raus. Und da haben wir gesagt, den Schwamm braucht man nicht. Und wenn es regnet, haben wir ja wie gesagt das Tarp oder eine Plane oder irgendwas anderes. Oder wenn es schneit. Und von daher brauchen wir das nicht. Weiß auch nicht, warum da so viele auf Biwaksäcke schwören. Aber vielleicht schreibt es mir einfach in die Kommentare, was der Vorteil an einem Biwaksack ist. Das würde mich echt interessieren. Genau. Und dann haben wir das Größte schon und dann würde ich jetzt auf diesen kleinen Bereich, was jetzt hier auf dem Tisch ist, ein bisschen mehr eingehen. Ich würde einfach mal jetzt hier auf der Seite anfangen, habe ich ein ganz normales Messer dabei, ab und zu auch eine Axt oder ein Beil, dann meine Barco-Säge, die kennt ja auch jeder. Ist immer noch scharf, relativ scharf zumindest, wo sie schon über 2 Jahre im Gebrauch ist. Sieht man auch an den Gebrauchsspuren, weiß nicht, ob ihr das erkennt. Ja. Dann den Patchle muss ich noch aufbringen, aber jetzt nur zu Thumbnail-Zwecken eigentlich gerade angebracht. Aber ich finde den ziemlich cool. Hier sind dann diverse Schnüre und Seile drin. Immer in den Maßen 1 Meter, 3 Meter und 5 Meter aufgewickelt. Werde ich zwar wahrscheinlich nicht genauer eingehen müssen, aber was das sieht, das ist jetzt das 5 Meter Fahrradkordseil. Da sind dann auch noch 3 Meter, 2 Meter, ne 1 Meter und genau 3 Meter drin.
Und was halt wichtig ist, ist sehr warme Kleidung. Da wir jetzt hier Cortex Handschuhe sind extra beschichtet, dass sie auch schön warm sind. Ganz normale Handschuhe. Eignen sich für Waldarbeiten nicht so gut, aber halten warm. Für Waldarbeiten und Feuer machen und sowas, da habe ich halt hier meine Lederhandschuhe. Also die Baumarktarbeiterhandschuhe, kennt ja auch jeder. Dann natürlich eine Mütze. Schal, Schemag auch genannt. Dann noch ein paar dicke Socken und Thermounterwäsche. Einmal ein Pulli, einmal eine lange Unterhosen. Und natürlich im Winter habe ich entweder dann auch noch meine Thermoskanne dabei, bereits mit Tee gefüllt oder mit Wasser. Meistens eher mit Wasser und tue den Tee erst später rein, da ich ja dann Optionen habe, wenn ich mir zum Beispiel eine Suppe kochen will oder sowas, dann habe ich keine Teesuppe. Oder ich nehme halt und packe das in meinen Rucksack, nein, meine Trinkblase. Ist ja wurscht, ob das, glaube ich, jetzt sieht, das kennt ja eh jeder, die Trinkblase. Die hat 2 Liter Fassungsvermögen und wenn die im Rucksack ist, kann das Wasser auch nicht einfrieren. In der Nacht muss man ein bisschen aufpassen, dann nehme ich es dann immer ein bisschen mit und lege es von mir in der Nähe hin, dass meine Körperwärme das wärmt. Oder beziehungsweise daran hindert, dass es einfriert. Dann ganz normal mein Bundeswehrbesteck, Löffel, Gabel, Messer. Der Löffel ist ein bisschen zu groß, muss ich sagen, bei dem Besteck. Aber es hat immer die Dienste erfüllt. Dann noch eine Tasse, verschiedene Tees. Dann zu meinem Drangia-Kocher, oder schwedisches Kochgeschirr auch genannt, habe ich noch extra immer einen Notfallkocher dabei. Wenn es mal ganz schnell gehen muss, da ist dann der ist schon benutzt. Sieht dann so aus und da ist so eine Gelpaste drin, so das Spiritus-Gel. Das heizt ziemlich gut. Man sagt zwar, dass der nicht mehrfach wieder verwendbar ist, aber den nutze ich glaube ich schon zum 8. oder 9. Mal und der ist nur 3/4 leer. So hast du immer noch genug zum Heizen. Und die Tasse passt da wunderbar drauf und dann kann ich auch schnell mal einen Tee kochen oder eine ganz kleine Suppe. Genau. Dann zum Feuer machen habe ich mir jetzt, ja, in diesem Frühjahr hatte ich schon dabei, aber jetzt hier nochmal einen gesammelten Kienspan und einen Meierstick, der in Harz gedrängt wurde. Den Unterschied merkt man ja, glaube ich, ziemlich gut. Aber beide funktionieren ziemlich gut. Ich wiederhole mich. Naja. Ja, damit macht man einfach leicht ein Feuer an. Natürlich mein Feuerstahl immer mit dabei. Dann hier drüben haben wir noch diverse Lampen. Das ist so ein Campinglight. Ziehharmonika-Licht kennt ihr, glaube ich, und auch bei meiner Videoantwort für den Frank habe ich das ja auch vorgestellt. Genau, hat verschiedene Stufen und kann auch als Taschenlampe fungieren. Und ist auch praktisch, wenn ich jetzt, wie jetzt hier sieht, ich nehme auch immer ein Buch mit oder zwei, kommt von wie dick es ist. Das Dicke habe ich jetzt nicht so oft dabei, aber es ist ja nur als Anschauungsmaterial gerade gedacht. Und halt meine Teleskoptaschenlampe. Obwohl ich sagen muss, ich habe die mittlerweile gewechselt. Und das habt ihr ja auch in einem Antwortvideo für den Frank gesehen. Was ich auch noch so eine Taschenlampe muss, also werde ich da auch nicht genauer eingehen. Dann habe ich hier noch meine EDC-Tasche. Habt ihr ja, glaube ich, in manchen Videos schon mal gesehen. Da ist alles über Medizin, noch ein paar Luxussachen, Hand- und Fußwärmer vor allem, weil ich habe in der Früh, wenn ich aufwache im Winter, immer sehr, sehr kalte Füße. Und sehr kalte Hände und vor allem beim Abbauen ist das dann eigentlich, finde ich, die Hölle im Winter. Ansonsten ist halt Medizin drin, noch ein Messer, noch eine Taschenlampe, Material für Feuer machen, Notfallseile, Tabletten und so einiges noch. Aber da mache ich ein extra Video dazu, das sieht's ja dann. Ja, und eigentlich war es das auch schon wieder. Ich bin selber überrascht, wie schnell das ging. Und es sieht jetzt hier gar nicht mal so viel aus. Aber wenn ich in meinen Rucksack packe, da kommt ja natürlich noch das Kamerazeugsel mit rein. Natürlich noch Essen, was ich jetzt hier nicht extra auflöse, weil das ja dauernd variiert. Und bei euch wahrscheinlich auch. Und dann wird der Rucksack schon ziemlich voll. Also da rennst schon locker. Also ich habe mal gewogen letztes Jahr im Winter und ich war, um ein nach genau 1,5 Tage unterwegs waren, war ich knapp an die 20 Kilo, glaube ich, oder 18 Kilo waren es. Ist schon ein bisschen viel. Aber hilft ja nichts, gell? Man will ja nicht frieren im Winter. Im Sommer ist es natürlich ein bisschen abgespeckter, da gehe ich auch ab und zu mit einem ganz kleinen Rucksack raus. Und ja, schreibt es mal in den Kommentaren, ob euch das Video gefallen hat und was ihr noch zusätzlich mitnimmt oder was ihr mir empfehlen könntet, was ich weglassen sollte oder was ich vielleicht noch ergänzen sollte.
Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut's rein, erfriert's mir draußen nicht, weil es wird jetzt immer kälter. Der erste Schnee muss jetzt dann auch die Tage nochmal runterkommen. Also, Servus, macht's gut, euer Flo.